Auf der Ruhrpottwache ist das sechsköpfige Team der vermissten Stelle jederzeit einsatzbereit, um verschwundene Menschen zu finden. Vor dem Präsidium hört Polizeioberkommissarin Hanna Held Schreie einer Person. Die Frau wird offenbar regelrecht gehasst. Was soll das? Hey, stopp, oh, stopp! Aufhören, aufhören! Mein Gott. Komm mal hier hin und stell die Sachen ab. Okay, wer sind Sie denn? Ich bin Kira Mertens. Okay, und dieser Junge, der hat mich einfach angegriffen. Ich war mit meiner Freundin hier eben aus dem Büro raus. Wir wollten Mittagspause machen. Ja. Und da beschmeißt er mich einfach mit Wasserbomben. Okay, und wer bist du? Wer bist du? Bleib mal stehen! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Geh einmal zurück! Geh mal zurück! Wer sind Sie? Ich bin die Mutter, Josie Scholz. Ihr Sohn hat gerade hier die Passantin mit einem Farbbeutel beworfen. Ja, er hat mir eine SMS geschickt, wo er reingeschrieben hat, was er vorhat. Ich bin zu spät, es tut mir leid. Ja, gucken Sie sich das doch mal bitte an. Ja. Was soll das denn überhaupt, Junge? Ben, warum? Mann, wegen dieser Frau weint meine Mutter so oft. Die war schon so sauer, wir haben kaum Geld und einer muss ja mal eine Lektion erteilen. Was habe ich denn gemacht? Können Sie das erklären, warum Ihr Sohn hier solche Aktionen macht? Ja, wissen Sie, die Frau Merz ist Gerichtsvollzieherin. Und mein Ex, der Justin, der Vater von Ben, der zahlt einfach keinen Unterhalt. Und ich habe schon einen Unterhaltstitel gegen ihn erwirkt. Aber sie macht nichts. Und ich weiß ganz genau, dass er in der Diskothek schwarz als Türsteher arbeitet und eigentlich genug hat. Ah, das weiß ich genau. Also ich kenne die beiden hier wirklich nicht persönlich, ja. Ne? Aber ihr Name, der sagt mir was. Ich habe eine Website und da schreiben sie andauernd Hasskommentare darunter. Als hätten wir Gerichtsvollzieher nicht schon genug zu leiden. Ja, ich mache vernünftig meinen Job, ganz gewissenhaft. Das wird Ihnen meine Kollegin hier bestätigen können. Brauchen Sie jetzt gar nicht so abweisend sein. Das ist wirklich so, wir machen einen sehr, sehr gewissenhaften Job. Und wenn Sie da irgendwelche Beweise haben, wo Ihr Ex irgendwo arbeitet... Ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Haben Sie denn Ihren Sohn aufgehetzt? Nein, um Gottes Willen, sowas würde ich niemals tun. Es stimmt, ich habe Ärger im Netz gemacht. Und ich bin auch paar Mal vorm Büro langgelaufen. Aber niemals... Ich hab nichts gemacht. Würde ich Sie persönlich angehen, erst recht nicht Ben vorschicken. Ja, okay. Also, wir können aus dieser Sache hier rausgehen, indem wir eine Anzeige schreiben wegen Sachbeschädigung. Das können Sie dann, Ihren Schaden können Sie dann in Anspruch nehmen. Also, ich denke, das wird nicht nötig sein. So wie es aussieht, haben die beiden genug Probleme. Also, ich werde dann darauf verzichten. Aber ich möchte, dass du das nie wieder machst. Okay. Ansonsten würde ich trotz alledem eine Tätigkeitsanzeige schreiben, weil ist was vorgefallen. Und wenn im Nachhinein noch mal was passiert, dann kann man sich darauf berufen. Eins kann ich sagen. Wenn Sie nichts machen, obwohl ich genau weiß, dass er Geld hat, dann können Sie was erleben. Sie müssen aber auch aufpassen mit den Äußerungen, die Sie machen. Weil Sie können sich genauso strafbar machen. Also Sie haben jetzt gehört, dass da jemand schwarz arbeitet. Ich würde gerne erst mal Ihre Ausweise haben. Ja, gerne. Leider ist es so, dass die Gerichtsvollzieher oft angegriffen werden oder angepöbelt werden. Sie haben es auch nicht immer mit einem einfachen Gegenüber zu tun. Wenn Sie schon im Vorhinein wissen, dass es schwieriger wird, nehmen Sie uns als Verstärkung mit. Hier in diesem Fall ahnte ich noch nicht, dass dieser Zwischenfall sich später zu einem handfesten Vermisstenfall entwickelt. Die Sekretärin und der Ehemann der Gerichtsvollzieherin melden die 35-Jährige bei den Kripo-Beamten Sandra Fromme und Bora Aksu tags darauf als vermisst. Kira Mertens erschien nicht zur Arbeit und ist nicht erreichbar. Ja, dann haben wir gesagt, okay, komm, irgendwas ist, wir müssen uns hier treffen, aber sein Auto ist in der Werkstatt und dann habe ich ihn abgeholt und ja, jetzt, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ist das Ihre Frau? Ja. Haben Sie gleich ein Bild mitgebracht? Ja. Ist Ihnen denn irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen von der Frau Mertens in letzter Zeit? Sie ist halt schon ein bisschen unglücklich über ihren Job. Ich meine, man kann es auch nicht denken. Gerade gestern zum Beispiel, da ist hier in der Einfahrt, wir waren gerade auf dem Weg zum Mittagessen und dann kommt aus der Ecke ein 12-jähriger Junge geschossen und fängt an, sie mit Farbbeuteln zu bewerfen, weil sie angeblich irgendwie ihre Arbeit nicht macht. Das kennen wir, das ist ja das, wovon die Hanna gesprochen hat. Ne? Kennen wir. Aber ja. Ne, also das ist halt, ja, passiert halt auch irgendwie öfters in letzter Zeit. Ne? Und sie jammert halt immer mehr, das kann ich auch nicht verübeln, ne? dass der Job sie halt schlaucht. Ich meine, es passiert ihr halt öfters, dass sie angepöbelt wird, sie wird angespuckt teilweise, sie wird täglich angegriffen, sie hat Angst mittlerweile, sie wird immer vorsichtiger, sie hat auch manchmal schon das Gefühl, verfolgt zu werden. Mhm.
Ja. Ja, aber kann es dann nicht sein, dass ihr da irgendwie eine Auszeit benötigt und ja, also mal den Kopf freikriegen will? Also nach den ganzen Sachen, die zuletzt passiert sind, kann ich es nicht ausschließen. Na, pass auf, ich versuche mal, die Frau Scholz zu erreichen. Machst du gerade weiter? Ja. Okay, Herr Mertens, wie sehen Sie das denn? Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Ist Ihre Frau irgendwie anders als sonst, emotional belastet vielleicht? Ist ihr das alles zu viel? Also, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Alles wie gehabt. Sie hat normal das Haus heute Morgen verlassen und alles normal. Sie sehen das ein bisschen anders? Ja, da musste ich kurz was einwerfen. Sie hat mir auch schon jetzt des Öfteren erzählt, dass sie in der Ehe nicht mehr ganz so glücklich ist. Das ist wohl alles anders. Ja, ich hab's auf Fehler gemacht, aber ich meine, wir leben seit einiger Zeit wie WG-Genossen und nicht mehr wie Verliebte. Ja, das gebe ich ja zu. Aber warum sollte sie deswegen unsere Beziehung einfach so wegschmeißen? Ihr muss was passiert sein. Es kommt häufiger vor, dass Menschen ihr gewohntes Umfeld verlassen und ein neues Leben anfangen wollen. Es gibt viele Gründe dafür, die können wirtschaftlicher Natur sein, wie zum Beispiel Schulden, oder emotionaler Natur, wie Beziehungsprobleme. Was jetzt bei unserer Kira Mertens der Fall ist, das vermag ich nicht zu sagen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie aufgrund ihres Berufs und ihrer Lebenssituation mit ihrem Mann durchaus das Weite gesucht hat. Ich will jetzt nicht direkt vom Schlimmsten ausgehen, okay? Weil sie hat auch in den letzten 2-3 Wochen sich irgendwie auch wieder zum Positiven verändert. Ich meine, von den Fällen abgesehen, aber sie war trotzdem fröhlicher wieder, sie hat wieder mehr gelächelt. Sie hat sich auch schönere Sachen angezogen und dann, ja, also es schien ihr wieder besser zu gehen. Das ist doch das, was ich eigentlich sage. Unsere Beziehung ist wieder intakt, also da sind keine Tiefen mehr. So, vielen Dank erstmal für das Foto. Haben wir eingescannt. Hast du was erreicht? Nee, leider nicht. Also ich konnte sie telefonisch nicht erreichen, aber ich habe den Kollegen schon Bescheid gegeben. Die fahren jetzt zu der Meldeanschrift und schauen, ob sie persönlich dort antreffen. Für den Fall, dass sie sie dort nicht finden sollten, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht bei ihrem Ex-Freund, dem Justin, ist. Ich habe leider keinen Nachnamen gerade. Haben Sie eine Adresse? Nee, ich weiß aber, wie man da hinkommt. Weil ich hatte die Kira vor ein paar Tagen dort abgeholt, weil sie dort einen Schuldnertermin hatte. Das ist auch ein Kandidat. Das ist, genau. Ne? Okay. Also das war auch das halt mit von gestern. Das war ja die Ex-Freundin. Wären Sie so freundlich, könnten Sie dann die Kollegen gerade mal begleiten? Ja, sicher. Zeigen. Ja, wunderbar, dann bringe ich sie gerade runter. Ich für meinen Teil finde es sehr merkwürdig, dass der Ehemann sich sehr wenig geäußert hat. Und für mich hat sich der Anschein hier erweckt, dass die Arbeitskollegin sich mehr Sorgen macht um unsere Vermisste als er. Vielleicht ist es aber auch so, dass er tatsächlich realisiert, dass seine Beziehung nicht so toll ist, wie er sich das vielleicht einreden möchte, und befindet sich einfach in so einer Art Schockstarre. Die Ermittler hingegen werden aktiv. Kira Mertens Handy wird geortet, eine Fahndung rausgegeben, ihr Umfeld durchleuchtet. Hatte die Gerichtsvollzieherin den Trott ihrer 15-jährigen Ehe und ihren riskanten Beruf satt und verschwand deswegen? Oder ist ein Schuldner durchgedreht? Vermisst wird die 35-jährige Gerichtsvollzieherin Kira Mertens. Sie wurde letztmalig am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr von ihrem Mann gesehen, als sie die gemeinsame Wohnung verließ. Sie hat braunes, schulterlanges Haar und trägt ein auffälliges lila Armband. Will der verantwortungslose Vater Justin Seidel um die Unterhaltszahlungen für seinen Sohn herumkommen und hat Kira Mertens deshalb etwas angetan? Der Verdächtige rechnet anscheinend gerade mit Besuch, aber nicht mit Polizeikommissar Michael Smolik. Komm rein, Mäuschen, du bist eh schon ein bisschen spät dran hier. Was ist denn los? Warum bist du so schick? Ja, den Mäuschen sehe ich nicht aus. Stehen bleiben, Freundchen. Tja. Oh! So, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Michi, kommst du klar? Ja, ich hab ihn. Ganz ruhig. Lass mich los, Mann. Beruhig dich, sonst tut's noch mehr weh. Haben wir uns beruhigt? Ja. Und hoch. So, Freundchen. Ist eine Dolle. Ja. Jetzt auf einmal. Soll man nicht so rum. So, jetzt zieh mal was an. Ist ja ekelhaft. Sie können hier zu mir kommen, Frau Werner. So. Gucken Sie mal, hier können Sie zu uns. Also guck mal hier liegt überall Neuware, Kisten. Sieht ein bisschen aus wie Hehlerware, hä? Was, so ein Bullshit. Ja. Frau Werner, also fällt Ihnen das auf? Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich
Hier ist ja nirgendwo ein Pfändungskuckuck drauf. Die Kira war regelmäßig hier und jedes Mal, wenn sie da war, von dem Termin hat sie gesagt, hier wäre nichts, was man holen könnte. Die war sonst immer so gewissenhaft. Ich weiß nicht, das kann man doch nicht übersehen. Das steht ja offensichtlich auch nicht erst seit heute Morgen hier. Kira Mertens, kennen Sie, oder? Sagt Ihnen das was? Ja, kenne ich. Mhm. Und? Ja, wo ist sie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe gerade jemand anderes erwartet. Ach. Entschuldigung, darf ich das mal sehen? Ja. Das ist das Armband von der Kira. Die war ja offensichtlich vor kurzem hier. Gestern hatte sie es noch an. Ja, dann war sie hier und hat es vergessen. Was? So, jetzt nochmal. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, die Frau Mertens wird vermisst. Und in meinen Augen, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind Sie momentan der Hauptverdächtige. Wow. Es ist so. Moment. Okay. Stopp. Nochmal von vorne. Okay. Entschuldigung. Ja. Jetzt drücken Sie noch mal mit der Sprache raus. Okay, ich geb's zu. Ich habe jetzt die Frau Mertens hier erwartet, okay? Die kommt halt hier vorbei. Wir haben halt so ein bisschen Techtelmechtel miteinander. Sie kriegt halt keinen Sex von mir, ne? Sie war halt auch, sag ich mal, ganz offen und dafür für die erste Geflirte und das ging dann relativ schnell. Und dafür hält sie mir halt jetzt den Rücken frei für gewisse Sachen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt zwar nicht, wen der Herr Seidel erwartet, uns zumindest nicht. Wir haben es ja nachher dann festgestellt und bei der Befragung hat sich dann herausgestellt, dass er ein sexuelles Verhältnis mit der Frau Mertens hatte. Ja, Frau Mertens hat sich ja auch entsprechend erkenntlich gezeigt, indem sie keine Sachen gefunden hat, was ja auch nicht ganz sauber. Playboy 51. Okay. Okay, also Fazit dann, Sie kommen mit zur Wache, okay. Sie werden auf alle Fälle mit zur Vernehmung kommen, weil die Frau Mertens ist nun mal verschwunden und Sie sind jetzt eigentlich, ich würde Sie trotzdem als Verdächtigen einstufen. Klar. Dann geben wir den Dezernat für Einbruch Bescheid und werden abgleichen, wo hier die Hehlerware herkommt. Ja. Und wir lassen euch erstmal allein. Genau, ziehen Sie sich erstmal was an am besten. Dem Outfit wollen Sie nicht auf der Wache auch noch haben, dass wir die Kollegen nicht erschrecken. Ich persönlich finde es sehr schäbig, wenn ein Mann seiner Ex-Frau und dem Kind keinen Unterhalt zahlt. Und dazu lässt er sich's ja noch sehr gut gehen. Und das ist besonders traurig daran.